gibt's auch viel Metall. Essen hast du? Ja, doch, ich glaube, hab ich gemacht, ja. Essen habe ich. Okay. Oh, da vorne auch rechts sehe ich schon Metall. Das können wir ja auf dem Rückweg mit einsammeln. Das wäre Quatsch, jetzt wenn wir uns hier voll machen. Und das eine davon war kein Metall, das war Krokodilrücken. Und dann, wenn wir Rüstung haben. Haben, nicht haben. Wenn wir Rüstung haben, dann können wir mal los. Und Leute aufs Maul hauen. Ja, oh, da kommt ein Krokodok. Ach, lass es laufen. Soll ich dir mal ein Riesenkrokodil zeigen, Alter? Ja, hab ich schon gesehen. Alter, das ist ein brutales Miststück. Das liegt hier hinten irgendwo in so einer Senke. Ach so, übrigens, hier habe ich unsere Fischkörbe hingestellt. Ja, ich. Voll einfach eigentlich, ja, muss ich mal probieren, ob das mal so Ding mal in der Saale setzen. Echt? Meinst du? Wieso nicht? Hm. Einfach mal ins Bauen aus weiten Flechten, weißt du? Möchtest du das Essen, was da drin rumschwimmt? Ja. Okay. Ich meine, die ist schon sauberer geworden, als sie früher mal war, aber. Ja, also damals zu Zirnezeiten, nee. Hm. Nee, hundertprozentig nicht. Vor allem bis hier, oh, kommt ein Krokodil an. Ist ja in Halle, kurz nach Leuna, kurz nach Schkobau, ja? Mhm. Das willst du nicht haben, Alter. Das, vom eben. Was die da alles reingelitten haben, ja? Mhm. Das brauche ich nicht, Alter. So, jetzt? Also, das hat ja Badequalität, das Wasser. Ja? Nee. Ich weiß nicht, ich bin skeptisch, Junge, ich bin skeptisch. Ich bin ja, also ich würde nicht unbedingt in den Fluss baden wollen, ja, wenn, dann bade ich im See. Aber, ja, so, es geht auf jeden Fall, soll auf jeden Fall gehen. Da gehen tut alles. Einmal zumindest. Ja. Oh, hier ist ein Waran, Alter. Dann musst du laufen, Alter, lauf! Da macht ordentlich Schaden. Das Vieh an sich noch begutachten. Hier musst du aufpassen, renn ein bisschen zickzack, damit er dich nicht trifft. Immer so rechts, links. Vor allem die seine. Das ist der nächste. Giftspritze, das klingt wie einschlagende Pfeile, ja. Aha. Oh, der hat's auf dich abgesehen. Mhm. Ja, sag. Naja, der trifft mich nicht, der Penner. Die kannst du relativ leicht verarschen, die Viecher. Rechts ist noch einer. Links auch, oder was? Ne, das war ich. Nee, mich hat irgendwas getroffen von links. Achso. Oh, jetzt kommt der Koko. Da hinten nicht, glaube ich, das Krokodil da in dieser. Wenn wir da reinrennen. Alter, wie weit schießt das Vieh? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen wirklich, als ob dich ein Pfeil trifft, ja. Oder in der Erde, auf der Erde fällt. Da vorne liegt noch so ein Dreckding. Ich meine, ich könnte es umbringen. Dauert eine Weile. Aber. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir haben nachher auf dem Rückweg das Vieh nicht. Ja, da war noch einer im Tickicht. Und da hier ist der nächste. Ja, auf dem Rückweg haben wir es auch. Höchstens wir umgehen sie. Ey, jetzt kriegst du es. Du Dreckvieh, jetzt mach ich dich kalt. Wo steckt die Sau? Achso, das ist es gar nicht. Ach, Hirsch und der Typ. Also, jetzt hat er mir ordentlich durch. Jetzt hat er mir ordentlich Schaden gemacht. Und der dämliche Hirsch noch dazu. Und wir können erstmal da vorne bei Erik in Sicherheit springen. Boah, da stehen auch noch zwei oder eine. Ach ja, da ist eine. Hm? Da arbeitet sich einer im Buckel krumm. Hier hat er schön gemacht. Eine Fischreuse kann man die mit. Oh, da der liegt hat viele Fische. Ey, er hat auch sich auch so einen Schädel besorgt heute wahrscheinlich. Dass er ist krank, dass er soll schlafen und sich ausruhen und nicht ihre Köpfe besorgen. Oh, der hat auch eine Base, Alter. Mhm. Oh, die ist so voll offen. Wieso das? Tja.
Vielleicht macht das noch zu. Also ich mag sowas Offenes, gibt mir nicht immer so ein gutes Gefühl. Nee. Es macht doch nicht wirklich Zuflucht. Ah doch, macht's doch. Ja, ja, voll. Große Truhe. Also doch, was hat der alles da drin, Junge? Blaster Ass. Ja, nee, ich glaube nicht. Genau. Oh, hier hat er eine Tür gebaut. Zu seinem Tempel hier draußen. Cool. Da darfst du nicht reinspringen, ja? Nee, glaube nicht. Aber hat er schon schön gebaut. Der arme kleine Kerl. Ja, hier vorne war auch ziemlich viel Eisen, ne? Der Krebel. Ja. Deswegen hat er auch so viel. Diese, ja, das hat ja gewusst, wo er baut. Er kennt sich ja aus. Ja, ja, ja. Wie lange spielt man das schon? Eine Weile, ja? Ja, noch nicht so lange. Der hat mit mir angefangen. Aber er guckt ja immer Videos und sowas. So, er informiert was? Sich. Ja. Ein kurzes Raucherpäuschen. Gerne. Dann kann ich ja noch ein bisschen regenerieren. Hauke ich mich ja hin. Ich werde mir an der Zeit eine Bämme schmieren. Schnäppchen. Ein echtes oder hier im Spiel? Nee, ja, echtes. Gut, bis gleich. Ja, bis gleich. Da läuft ja das Wasser im Mund zusammen. Das ist gut. Hä? Ich meine Kamera abgestellt. Scheinbar. Warte mal, ich will ja eigentlich. Warten wir es jetzt. Shit. Ach so, okay. Jetzt. Jetzt kann es losgehen. Auf. Das falsche Overlay aktiviert. Oder noch unvollständig. Oh, das ist tief. Da vorne ist ein Krogo. Ja. Wollen wir nach links oder nach rechts? Ich glaube, nee, das ist ein Haus, oder? Da hinten. Und rechts ist auch, da steht so ein komischer Steinbock aus Stein. Ich würde mal sagen, wir laufen einfach mal dran vorbei. Und gucken mal, was da hinten passiert. Da liegt ein Anker. Ja, da wollte ich gestern schon mal hin. Das Viehzeug, warte, darf jetzt nicht entdecken. Ich meine, die habe ich gestern gut platt gemacht, aber heute habe ich meine Rüstung nicht an. Ja. Ey, ja, wimmelt's ja nur so, da steht der nächste von den Experten. Da oben, ja. Mhm. Da vorne ist er noch. Wer? Ah, vielleicht kannst du mit dem quatschen. Ach nee, okay, die sehen nicht so aus, als würden sie gerne reden. Wir müssen auch noch einen fangen und hier an so ein Rad knechten. Ja. Ich lass mich mal blicken. Vielleicht kannst du ja einen übernehmen. Oh, Ankerpunkt. Die scheinen nicht zu zucken. Vielleicht sind es Friedfertiger. Irgendwas hat gekrölt. Oh, jetzt haben sie uns entdeckt. Oder die gehen nur auf mich. Nee, auf mich gehen sie, die Säcker. Übernimm du mal die Schwertussi. Die ist Level 3. Warte. Echt? Scheiße. Ohne Rüstung ist es schlecht, Alter. Ich nehm den. Nimm's den Bogenschützen. Level 3, Alter. Na klar, jetzt kommt noch so ein scheiß Steinbock dazu. Na, ist klar. Weil man hat ja sonst keine Probleme. Ja. Dummes Viehzeug. Ne, wir müssen weg, Alter. Die machen mich platt hier. Ja. Oder? Alter, das Viehzeug. Kriegst Kotzen. Oh, der hat Eisen mit. Cool. Habt ihr noch eine Kiste hier? Plündert in Ruhe. Mann, dieser scheiß Steinbock, echt noch. Die Tussi hätte ich fast fertig gemacht, oder hätte ich bestimmt geschafft. Denke ich schon, aber... Krokodile noch hier.
Und da oben steht ja der nächste Steinbock. Ach, kommt doch alle zu mir. Nur die sind nicht mehr dort. Achso, du kämpfst gerade. Ja. Warte, ich muss ihn erstmal. Die kämpfen gegeneinander. Das ist geil. Der Steinbock verliert und dann mache ich die Tussi platt. So kannst du jetzt. Warte, ich muss jetzt zwei Portatile fertig machen. Da kann ich nochmal Leberwurst essen. Leberwurst. Ey, mit drei Krokodile, Alter, jetzt noch? Die will mich. Das ist geil. Du bist der Weiberheld, Alter. Ja. Sie wollen dich alle. Meine Augenschminker. Und ich muss mich hier mit meinen drei Krokodilen rumkloppen. Wo ist das andere hin? Das dritte? Das kommt aus dem Wasser gerade. Frisch gebadet. Warte. Meine Fliege essen. Wie? Ah, dann, wie? Alter, hast du eine Macke? Ich war doch schon weg. Da hat er mich noch getroffen. Ja, machen fertig. Darfst du abziehen von mir aus. Nee, jetzt muss ich. Okay. Ich brauche meinen Platz für Eisen. Na gut. Das eine ist weg. Naja, was soll's. Die alte ist ja hinten irgendwo. Hm? Hinter der Kurve. Glaub. Warte, ne, ich muss mich erstmal recken. Ach so. Immer schön rein ins Maul. Da ist die alte. Okay. Ja. Hat sich jetzt gut regeneriert, das Stück. Also, immer nehme ich das Messer. Ich setze mich mal in Kampfposition. Da läuft sie rum, Madame. Ja. Die kriegt gleich eine Packung. Da hat sie den scheiß Steinbock kalt gemacht. Ja, ich möchte schon gern bei voller Gesundheit sein, wenn ich mich mit der anlege. Ja, ja, mach ruhig. Weil in Treffer. Oh, Alter, schon wieder. Das ist falscher. Aber wir können ja schon mal ein bisschen hingehen. Noch eine Fliege hier und da. Und dann bin ich gleich voll. Hier bin ich. Dumme Kuh. Ach. Oh. Oh. Die hatte Blitz oder sowas an dem Schwert. Bleib mal weg, Otto, nicht, dass du mir noch eine verpasst. Was war das? Level 3, ja? No. Ich habe nicht gesehen. Verzierter Krug, Metall. Die Steine hau ich mal raus. Okay. Ist dunkel. Ey, ohne Rüstung, Alter. Wo bist du jetzt? Ich stehe hier im Wasser. Das war ein schöner Kampf. Ich war recht schnell weg. Ja. Und da vorne sind sie wieder gespawnt. Echt? Oder? Ja. Jetzt schon? Oh, irgendwie schon. Also da ist gerade was. Oder, ach nee, das kann auch sein, dass da einer umgefallen ist, der nicht vorhin. Aha. Dass das nur noch mal so aussah. So schnell kannst du nicht gehen, oder? Ja, nee, da nicht noch. Hm. Da ist noch gerade noch mal hingefallen wahrscheinlich. Aha. Er kam kurz zurück, um sich nochmal neu zu orientieren. Zombie.
Dann ist ihm eingefallen, ach nee, meiner, ich bin ja tot. Ja. Schon lange im Level abheben. Ist da oben Metall? Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Ey, die, der war in der Erde, Alter. Ach so, ach, das ist, oh nee. Ich dachte, was? Oh, ey, der hat er bloß zur Hälfte rausgeguckt. Ich dachte, das ist ein Metallklumpen. Ja. Oh. Tarnung ist alles, ja? Mhm. Aber er kommt nicht. Ja. Soll ich ihn abschlachten? Mach. Ne, schlachten ab. Du kannst du dein Leberwurstschnittchen in dich reinstopfen in der Zeit. Ui. Da ist noch der zweite. Na danke, Alter. Mensch, ein Kind. Seid denn immer dämlich. Oh, der hat mich getroffen. Schnell eine Fliege in den Schlund. Otto, jetzt wäre vielleicht mal etwas Hilfe vonnöten. Ja, bin ich dabei. Wo bist du? Ich dummle mich hier hinten. Oder einen habe ich bald. Ich hätte dich nicht, warte. Weg! Wieso rollt er nicht weg? Oh. Ist der blöder. Ach da! Ja, warte. Naja. Da liegen sie rum. Hast du das Schiff gesehen da oben, Alter? Nee. Was für ein Schiff? Ach da. Krass. Ja. Mist, ich hab nicht mal zu essen. Ach doch, Fisch. Fisch ist gesund, habe ich mir sagen lassen. Ja. Was? Da habe ich zwei solche Viecher platt gemacht. Und da steht der dritte da hinten in den Startlöchern. Guckt mich schon an. Er überlegt sich aber dreimal, weil hier zwei seiner Kumpels schon tot in der Scheiße liegen. Ah, das Schiff ist cool da hinten, ne? Das Schiff ist krass, da kommst du hoch rein, ja? Ganz so hoch. Da ist irgendwie, müssen wir hoch, das ist eine Brücke. Wollen wir da mal hin? Aber das scheint, ich glaube, da müssen wir da hinten lang. Da ist so ein Volk, wo ich gestern mit Eric hin wollte. Die sind aber, glaube ich, gefährlich. Da müsste man sich vielleicht eine Rüstung anziehen oder sowas. Ja. Ich werde mir mal ein paar Maten gönnen. Ich denke mal sowas, so Zivilisationszeug, da musst du ja vorbereitet sein. Mhm. Aber Metall ist hier nicht, Alter. Das ist ja ekelhaft. Aber unsere letzte Fahrt ja voller Erfolg. Er rennt mir in der Axt. Ja. Na gut, aber da können wir mal wenigstens erkunden. Eisen ist ja echt nicht, ja? Nee, das verstehe ich nicht. Vielleicht ist Eisen. Wo? Da, wo ich hier gucke. Ach, da? Warte. Ach, so ein Stein. So ein Steinvieh. Ja, den kriege ich tot. Ja, lass weiterlaufen. Da hinten ist Metall, Alter.
Oh ja, ich sehe es. Reichlich, jetzt wird Beute gemacht. War doch Zeit. Knurrt denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht. Alter, schon wieder so ein Steinboxer. Wo ist er? Oh, Trottel. Ich auch noch irgendwo. Bist du schon weiter genug? Nee. Ich kämpfe ja schon wieder. So. Jetzt kommt das von rechts, das Geräusch, aber er ist eigentlich. Naja. Diese an den Geräuschen kannst du dich ja nicht orientieren, wo irgendwas herkommt. Das haben sie echt beschissen hingekriegt. Lokalisation geht nicht. Mhm. Oh, Alter, da will sich rächen für seine Kumpels, glaube ich. Ja, ja, hat ist er nicht geschafft, okay. Aber. Kannst du nicht einfach hier die Armen. Steinviecher abmetzeln. Bin ich schon mal ordentlich runtergekloppt. Oh ja, oh, das sieht aber schön aus. Was denn? Naja, wo ich ja bin gerade. Kannst du runter gucken? Zum Ach Fluss. So? Du kannst bestimmt auch runterspringen. Ah ne, das ist flach. Nee, lieber nicht. Mhm. Auf Kohle. Und da hinten ist Stein. Eisen. Mhm. Viel Eisen. Viel Eisen. Wo bist du? Warte, ich komm zurück. Über den Fluss lang. Ach da, ich hab dich gesehen. Da ist Kohle, wo ist Eisen? Ja, rechts. Bist du da hinten? Ja. Da unten, da ist eine Menge. Ich höre doch schon mal was rumquieken. Ach, da unten ein Krokodil. Ein fettes Krokodil. Da müssen wir runterklettern. Da ist Metall, da. Boah, übelst! Ja. Alter! Ja, hilft nichts, da müssen wir klettern. Klettern? Ja. Ja. Also, oder hier? Ich springe hier auf diesen Vorsprung. Ach hier, ist noch besser. Man sollte wahrscheinlich die Hände frei haben. Die Hände frei haben, ja, beim Klettern. Oh, ich bin auch abgestürzt. Boah, fett, hier können wir uns laben, Alter. Jetzt kannst du mal kämpfen. Mann, wieso denn immer ich? Warte, ich mach. Mach du mal. Mach du. Ich komme ja nicht ran. Okay. Oh, ey, die. Ich. Wie nah muss ich denn an dem Krokodil dran stehen, so, ey? Jetzt. Hau ab da. Unverkrüppelt. Hey. Unverkrüppelt. Bring's um. Regenerieren. Komm doch, komm doch. Hm. Ich setze mich einmal. Nochmal. Und Regeneration. Mhm. Oder was? Wenn du es schaffst. Immer noch nicht. Nee, jetzt beim nächsten Mal. Oh. Alter. Hey. Das müssen wir aber nochmal üben. Ja. Du musst viel mehr kämpfen. Damit ihr viel für die Sache kriegst. Ich brauche ein anderes Schwert, einfach. Was hast du? Noch dein Steinschwert? Ach so. Ja, ja. Gut, wir haben ja. Wir haben ja Metall. Aber auch ein Steinschwert. Mit einem Steinschwert kann man ausweichen. Man muss sich nicht alle Treffer einkassieren lassen. Ja, es gibt ja auch so ein großes Steinschwert. Das brauche ich. Also ein zweihändiges. Eigentlich sind die Krokodile einfach. Du musst ranstürmen, machst drei, vier Schläge, dann rollst du weg nach hinten. Dann machen die ihren Schnapper in der Luft. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht beim Zurückrollen gegen irgendeine Felsen oder so. Weil dann. Oh, du bist zu leise gerade.
jetzt. Hm? Jetzt besser. Ja. Habe ich schon ja gesagt? Ja, hast du. Gut. Sehr gut. Ja, weiter, ja, na klar. Ja, habe ich schon ja gesagt, sagst du? Oh, ja, da ist aber noch ein Mistvieh, da willst du aber wissen. Oh, das ist ein. Das ist ein weibliches. Ein weibliches, okay. Okay, die ist harmlos. Das ist echt viel Eisen, ne? Mhm. Ich bin voll. Nochmal 5 Steine. Die Hose ist 34, der Rock 48. Ach, die scheiß Zähne weg, die Kristalle weg. Die Vase behalte ich mal lieber. Steine weg. So ein Blödsinn. Steine weg. Wir mal einen Punkt auf die Karte machen, dass hier viel Metall ist. Das werden wir uns noch merken, oder? Naja, ich mach's einfach mal. Hm. Interagieren ist alles. Krass. Metall. Ganz. Weitergelaufen, ja. Das ist gerade so ein scheiß Krokodil. Es hängt im Stein wahrscheinlich. So. Gut. Du musst 6 Steine sein. Du bist schon nur so leise. Wie jetzt? Die Zuschauer verstehen dich nicht. Jetzt geht's weiter. Haben wir welche? Ja. Sind welche dabei? Warte kurz. Was denn? Was dabei? Haben wir welche dabei, meine ich. Welche? Sind was? Welche dabei? Na, ach, Zuschauer. Nee. Aber nee. Die können sich auch das Video anhören. Es wird auch gespeichert. Ja, achso. Ja. Achso, ja, stimmt. Ja. Und dann hören sie Nuschelbäder im Hintergrund. Seine. Oh, Nuschelbäder! Nuschelbäder ist Halle! Seine. Leberwurstschnitte fressend. Ja. Ja. Warte mal, ja. Metall, das war's, oder? Aber wir haben hier einen Tempel entdeckt. Oh, es war ja schön viel Metall, müsste ich sagen. Mhm. Aber ich bin noch nicht voll. Ich auch nicht. Also 472. Oh, hier die Arena. 313. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich Schaden gekriegt? Kriege ich ja Schaden, oder warum blinkt das hier so rot? Verderbnis, stimmt, Alter! Verderbnis nimmt zu! Hä? Da ist irgendwas. Oh. Da war so ein Totenkopf-Symbol, hast du es nicht gesehen bei uns? Ich denke mir, warum blinke ich denn rot hier? Aber ich habe auch ordentlich Schaden gekriegt, ja. Was ist denn das für ein Scheiß? Verderbnis. Ach, das ist wahrscheinlich verwunschen, ja. Ein verwunschenes Fleckchen Erde. Ja. Gucke, da kommt gleich wieder Alligator. Bei mir oder bei dir? Na, hier hinten. Also auf dich habe ich ihn, auf mich. Auf dich, ja. Warte, ich hab echt wenig HP. Na gut, warte dann. Raptor. Gib einen Gnadenstoß, dem Vieh. Da krieg ich keine Gnade von mir, nein. Ich denke, das bin ich HP. Ich schneide den Schwanz ab, dem Mistvieh. Jetzt? Ey, immer zu spät. Hm. So, kurz aufleveln, oder? Und da fällt mir ein, dass Eric gegen mich kämpfen wollte. Ich glaube, von euch hat keiner eine Chance gegen mich. Da kommt gleich noch ein Kampftechnisch. Zu mir oder zu dir? Und zu mir, oh, das war ja wieder klar. Dir, ja. Ein neues Eisen ist da. Scheiß Krokodil, du Dreckvieh. Die ernten alle und ich muss hier nicht rumkloppen. Gut, du hast ihn, sehr schön. Ah, Mist. Mhm. Krass. Hast du doch unten gegeben? Ja. Ich finde es auch. Jetzt. Ab.
Der ist noch jetzt. Steine packe ich vor. Das auch. Die Samen auch. Steine weg. Eine Glasflasche habe ich. Brauchen wir die? Ja, auf jeden Fall. Ich nicht, auch du. Du wirst dann mal euch was brauchen. Okay. Würde ich mitnehmen, weil Glasflaschen. Ich weiß nicht, ob das schwierig herzustellen oder ob teuer oder so. Also kann man mal mitnehmen. Was ist das? Ich habe ja euch einen anderen komischen Tempel entdeckt. Ein paar Fliegen reinscheffeln. Hä? Was habe ich denn jetzt hier drückt? Geh. Ach so, okay. Was? Der hat mich angeblickt. Attack hat er geschrien. Oh hier, der hat ein riesen Schwert, Alter. Ach, Junge, das nützt nichts. Oh, der hat auch drei, Level 3, hä? Ach so? Der sitzt aber auch noch einer vor dem Schrein, Alter. Ach Gott, ja. Was für ein erbärmliches Volk. Level 3 war das, ja? Samensuppe. Verbrauchsobjekt, das esse ich. Das sind noch zwei, Matze. Vorsehen. Ja, schlage ich tot. Dann mache ich mir erstmal die Suppe essen. Jetzt meine Fische wieder ins Inventar. So, und dann regeneriert sich. Lass ich mal regenerieren und dann mache ich die Brüder tot. Ja. Willst du nicht auch einen übernehmen? Ich könnte dich, ja. Ne, warte. Also wenn er noch nicht unbedingt Level 3 ist, ja. Nicht das, lass erst noch regenerieren. Küchelchen am Abend, erquickend und labend. Ja. Schweinkuchen ist echt geil, ne? Das ist doch so ein Gläubiger von dir, der hat doch dieselbe Glaubens. Oder denselben Schrein da wie du. Das kapiert er aber nicht. Juckt ihn nicht. Das sind Vollhungs. Ja. Brauchst du noch Tierhaut? Ja, ich bin so gut wie voll, eigentlich. Ach so? Ach, ich schmeiß den ganzen Müll weg. Zwirn weg. So, ich bin gleich wieder gut geheilt. Zwar nicht komplett voll, aber für die Sportsfreunde soll das reichen. Also ich kann hier mal einloggen. Warte, ich logge den mal da drüben, ja. Links. Legt schon und zuckt nicht. Was der? Ach, der mit dem Hammer hat mich entdeckt. Okay, dann kannst du dir den anderen holen. Und der hat eine Pike. Was? Das soll Level 3 sein? Oh, Gottchen. Junge. Hat sich nicht mal angestrengt, der Typ. Nee. Macht er dich tot? Nee, bis jetzt noch nicht. Du blutest auch ordentlich. Schön. Schön. Achso, ich dachte, das war's. Soll ich ihn übernehmen? Warte, Otto, geh weg! Jetzt. Plündern, den Hund. Was hat er gehabt? Glasflasche. Und noch die Armschutz, den kannst du mitnehmen, der ist gut. Ja. Jetzt bin ich überlastet. Ich hab da Geruch eines Priesters geklaut. Leichte Handschuhe. Jedenfalls Handschuhe. Nee, die anderen sind besser. Aber diesen. Was denn? Oder? Die sind gut, glaube ich. Die sind besser als deine. Nee, die Hygienehandschuhe Handschuhe sind besser. Ja, mein. Die leichten Handschuhe sind der leichter, aber halt. Was hat er gehabt? Hygiene oder leichter? Leichte. Ach so, na dann sind die Hygiene besser, ja, das stimmt. Ja, das ist schlecht. Kommt hier mal eine Fliege raus? Ja. Ich bin voll so gut wie. So voll. Also echt? 99%, ja. Ich muss noch ein bisschen was finden. Ach, wir hatten ja auf dem Rückweg noch was, wo wir gesagt haben. Hier vorne war auch noch was. Also es war noch nicht alles. Okay. Ja. Wo? Also, wo bist du? Hier drüben wieder zurück. Wollen wir mal zu dem Schrein gucken, was da ist? Ob da vielleicht eine Kiste steht? Ich war gerade dort. Kannst du mal hingucken?
Aber ich habe nichts gefunden. Was zu lesen ist da? Na, das habe ich schon. Das musst du dir noch holen. Was? Okay. Tagebuch eines Priesters. Wo hast du noch Metall gefunden? Hier drüben an der Wand. Also da an dem Fluss, wo wir waren, genau da, wo du bist, genau. Echt, ja? Ich hab da noch was gesehen, ja. Doch, hier, ne, oder? Ne, ne, ne. Treibt mich zum Wahnsinn! Mir war, als ob ich was gesehen hätte. Junge, du musst zum Optiker! Ja, ich weiß. Boah, echt eine neue Brille. Echt? Ja. Die ist, ja, nicht, weil ich nicht mal sehe, aber weil die kaputt ist einfach. Die ist tot. Also die Gläser, die Beschichtung von den Gläsern ist tot. Da unten eine Spinne, eine grüne. Nee, oh, da schüttelt es mich echt ohne Scheiß. Soll ich sie tot machen? Ich weiß es nicht. Aber sie sieht kiftig aus, oder? Wir sind so voll mit Eisen, wisst ihr? Naja, ich krieg ja Bonus, wenn ich überlastet bin. Achso. Oder meinst du, wenn sie mich umbringt, dass es schade drum ist? Ja. Ne, ich will die umbringen jetzt. Tarantula Extinguisher, Alter. Spezialspinne. Hue. Wie er Hue sagt. Oh, da oben ist ein Haufen Eisenmatze. Da ist auch noch so eine grüne. Murmelspinne. Ja. Klaut mir okay, Alter. Mach ich ja die Arbeit und du kriegst die XP. Dann muss ich dir leider gleich den Schädel runterschlagen. Nee, mach das nicht. Das war nur aus Versehen. Hier oben ist ein Eisen. Oh. Na, jetzt kann sie kämpfen. Kämpf! Nee, ich hab nicht viel HP. Alter. Weiß? Immer noch nicht. Ich hab nicht viel HP. Nee. Oh. Aber ab doch. Oh. Ich will's wissen. Oh. So, jetzt hat sie. Es kapiert, woher der Wind weht. Weberknecht, der Kleine. Na komm. Dein Chitin-Kratzer. Fünf große Stahlsteine stehen hier. Cool. Komm hoch hier. Nicht ein Treffer hat sie mir verpasst, die Hexe. Oh, hier. Krass. Hab ich doch gesagt, Junge. Schönes Ding. Da kann ich mich laben. Ein paar Schluck Wasser. Ja. Nach dem Kampf muss gesoffen werden. Jo. Oh, ich bin überlastet. Ich bin überlastet. Steine weg. Okay. Der Mist auch weg. Gut, ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Die Hose ist auch ordentlich schwer. Oh, die scheint noch frisch zu sein. Oder? Naja, nee. So frisch ist er auch nicht. Hm. Hose der schwarzen Hand. Okay, dann dreht man Heimweg an, oder? Ja, hier ist noch eins. Kannst du denn noch? Oder bist du voll? Nee, ich bin voll. Okay. Dann müssten wir. Wir könnten abkürzen, gleich hier oben lang. Warte mal, stopp. Wieso habe ich jetzt noch 70%? Was, 70%? Wieso kann ich jetzt noch 70%? Hä? Hast du irgendwas weggeschmissen? Nee, hier oben liegt mein Zeug, was ich weggeschmissen habe. Ach, ich habe Dings geskillt. Ja, Belastung. Ach so? Ah, okay. Also ich kann noch mitnehmen. Mhm. Ein bisschen. Bewegungsmalus 50, was soll denn das bedeuten? Dass du langsamer Rost bist. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Verfügbare Punkte 12, okay. Aber wir können zurück, also... Ja, ich glaube, hier oben ist dann... Könnte gefährlich werden, aber das ist hier die direkte Abkürzung. Dann sind wir gleich bei uns hier drüben. Na los, gucken wir mal. Hm.
so. Aber wenn ich an unseren ersten Tag denke, wie wir eine Stunde oder anderthalb Stunden gebraucht haben, um von A nach B zu kommen, zu unserem Ziel. Ja. Ja. Sind wir jetzt schon echte Profis, würde ich sagen, was? Hier bewegt sich der Sand. Durch die Wüste, oh, ja. Ehrlich. Oh ja. Was ist das? Ah, das sind die Hunde aus dem Trailer, oder? I. Das sind keine normalen Hyänen. Oh, vor allem wie es da runter geht, ja, was da gebaut ist, hä? Ja. Siehst du das? Krass. Ja. Müssen wir uns mal. Was ist das Rote dort, Alter? Siehst du das, wie das Rot schwelt? Ja. Und ist das dort ein Lagerfeuer oder? Oh, das ist bestimmt giftig. Hm, sieht so aus. Und was ist, ja, was ist Licht da? Jetzt kommt der Hund. Wo? Ich hab irgendwas gehört, hinter dir. Eine Hyäne. Was ist hinter dir her, Alter? Ich hab ja nichts gemacht, du Vieh. Warte, komm zu mir. Oder mach sie tot, ja. Kämpfen wir ein bisschen. Nee, ich bin fast tot. Schon im Wetter, Alter. Regenerierst du dich nicht mal zwischendurch? Nee, ich habe fast nichts. So. Lass mal gucken, was das hier unten war. Das komische Ding, was da am Sand stand, oder? Naja, locke nicht so einen Köder an. Ich weiß nicht. Nee. Warte. Was ist das? Nee, raus. Ey. Oh. Verderbnis. Das ist Schlundloch, ja. Wir haben es entdeckt. Ja. Ist auf der Karte markiert? Ja. Hammer. Das haben wir. So müssen wir in die Richtung, glaube ich. Da ist nochmal Metall. Oh, hier. Hier. Da stehen die Brüder da oben. Mhm. Ich möchte ihnen am liebsten den Schädel einschlagen. Sind wir richtig? Ja, vielleicht noch etwas mehr in die Richtung, nach links. Oh, hier sind viele, ne? Was denn? Naja, Leute. Mhm. Menschen. Haben sie ja angesiedelt. Die armen Irren. Wenn wir hier eine Eisenrüstung gebaut haben, dann wird gekämpft. Ja. Dann ist es nicht mehr. Matze, rette mich. Nee, dann sag ich. Ja, hier komm ich. Und jetzt geht's los gleich, Commander. Ich glaube, wir sind schon hier an unserem Fluss. Ja. Da. Ja, oder? Das ist der Hand. Ja, das ist der Hand. Ah, mal hier. Ihr langweilt mich, ihr Viechter. So. Weiter geht's. Oh. Ich muss mal einen Schluck trinken und einen Wassersack auffüllen. Stehen links liegen. Das ist viel. Gut, jetzt habe ich glaube ich 600 Metallklumpen nach Hause geschleppt. 600? Hm. Wie fährst du vorhin mit nach Hause gebracht? 400 ein paar zerquetscht oder 500? 300 glaube ich. Was? 300 ein paar zerdrückt. Ich hätte jetzt noch 73%. Also ich habe jetzt 73%. Ach so? Vorhin, ich hätte jetzt noch mehr mitnehmen können, aber. Hm. Also meine Hacke ist auch gleich kaputt. Die muss ja, das stimmt. Aber das ist ja jetzt ein Klacks, Alter. Du müsstest ja jetzt. Ich weiß ja nicht, wie viel Metall man aus dem Klumpen rauskriegt. 2 pro 1, ne? Glaube ich, ist 2. Ich habe jetzt 400 Metallbahnen bei mir im Dings liegen. 409, um genau zu sein. 190 habe ich. Alter. Das ist eine fette Ausbeute hier. Fette Beute. Dann schmeiß mal den Ofen an. Ich muss mal Holz besorgen.